Die WM ist vorbei. Die WM ist vorbei, Max. Wie geht's denn jetzt weiter? Neue Bundesliga-Saison und diesmal gibt es keinen Bundesliga-Ball von Adidas, sondern den Derbystar. Und das wird vielleicht von vielen skeptisch gesehen, ein neuer Ball in der Bundesliga. Aber wir checken jetzt mal, was der alles so drauf hat. Let's go! Starten wir mit dem Test. Vorab, der Ball kostet UVP 140 Euro, im Handel gibt es ihn aber auf jeden Fall günstiger, wahrscheinlich sogar unter 100 Euro. Klären wir das Wichtigste gleich zuerst, das Flugverhalten. Beim Fußball ist es das Allerwichtigste, dass er stabil und zuverlässig fliegt, aber nicht zu steif ist, also dass man ihn beim Flanken und Schießen noch andrehen und curven kann. Diese Voraussetzung erfüllt der Derbystar komplett und überzeugt uns hier auf jeden Fall. Man hat in keinem Augenblick das Gefühl, dass der Ball unkontrolliert fliegt. Curves und Knuckles gelingen optimal, wenn man es darauf anlegt. Auch die Geschwindigkeit, die der Ball erreicht, ist gut. Er wird nicht zu schnell oder zu langsam in der Luft, fliegt aber auch nicht zu weit, zum Beispiel bei hohen Pässen. Um ehrlich zu sein, finden wir den Derbystar sogar ein bisschen besser als den Adidas-Vorgänger in dieser Kategorie. Nächster Punkt, Oberfläche und Grip. Hier ist der Derbystar nicht ganz so überragend wie beim Flugverhalten, trotzdem aber auf einem akzeptablen Niveau, denn der Ball rutscht sehr wenig. Bei nassen Bedingungen könnte es minimale Probleme geben, da der Ball etwas glatter wirkt, trotzdem ist die Oberfläche insgesamt gut. Auch das Sprungverhalten ist auf Kunstrasen und Rasen sehr gut, der Ball wird nicht zu flach oder zu hoch gefedert. Zu der Haltbarkeit kann ich bislang noch nicht viel sagen, der Ball macht auf jeden Fall einen stabilen Eindruck und es gibt keine Abnutzungen nach ein paar Wochen. Da wir nichts Negatives festgestellt haben und Derbystar bis jetzt noch keine Probleme uns bereitet hat, bin ich hier auch sehr zuversichtlich. Kommen wir jetzt zum Fazit vom neuen Bundesliga-Ball von Derbystar. Der Ball macht wirklich einen überragenden Eindruck, vor allem das Flugverhalten ist extrem präzise und hat uns wirklich zu 100% überzeugt. Beim Grip waren wir dafür nicht komplett zufrieden, aber insgesamt muss ich sagen, der Ball ist auf jeden Fall Bundesliga-tauglich und Derbystar hat hier echt sehr, sehr starke Arbeit gemacht. Wir bewerten den Ball mit 9 von 10 Punkten und können ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn ihr auch Interesse an dem Ball habt, einfach mal den Link in der Beschreibung abchecken. Da geht's zu Kavila Teamsport und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen zum neuen Ball habt, ab in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Jesus. What's that? Jesus Christ. He's back.